So, ich bin Martin Schröder. Ich freue mich, dass Sie hier sind und wir sind heute in der 10. Sitzung der Vorlesung Wirtschaftssoziologie. Das heißt, heute geht es um das, was man Makrosoziologie nennen kann, also um Kapitalismusvarianten. Das heißt, wir hatten bisher die Klassiker. Wir haben uns angeschaut, wie Individuen funktionieren, wie Unternehmen funktionieren und wir schauen uns jetzt an, wie Gesellschaften funktionieren. Also wir sind in der Makroebene sozusagen. Das ist in gewisser Weise meine Lieblingsstunde. Ich bin sozusagen Makrosoziologe und ich möchte Ihnen heute vor allem zwei Fragen beantworten. Die erste Frage ist, was macht überhaupt den Kapitalismus aus? Also was macht kapitalistische Länder reich? Warum gibt es überhaupt Wirtschaftswachstum in kapitalistischen Ländern? Und dabei möchte ich Ihnen dann zweitens erklären, wie sich der Kapitalismus zwischen Ländern unterscheidet. Also welche Kapitalismusvarianten gibt es heute? Und es gibt eben insofern unterschiedliche Marktwirtschaften, als dass sich Länder darin unterscheiden, wie sie produzieren und deswegen auch, worin ihre Stärke liegt in der Produktion welcher Güter. Die Frage, wie etwas in Ländern verteilt wird und wie es deswegen zu unterschiedlicher Ungleichheit kommt, auch mehr oder weniger Ungleichheit, das behandeln wir in Sitzung 12. Also da geht es dann um die Frage, ja, warum in manchen Ländern manche Menschen mehr und andere weniger haben und diese Unterschiede größer sind. Heute geht es allerdings erstmal nur um die Frage, wie Länder sich in dem unterscheiden, wie sie produzieren, also wie ihr Kapitalismus funktioniert. Gut, wir fangen jetzt aber mal mit der ersten Frage an und diese Frage ist, wie der Kapitalismus Länder reich macht. Und egal, ob Sie jetzt sozusagen ein FDP-wählender Kapitalismus-Fan sind oder ein Linkspartei-wählender Kapitalismus-Gegner, Sie kommen rein empirisch an einer Einsicht nicht vorbei, und das ist die Einsicht, dass der Kapitalismus Gesellschaften im Vergleich zu früher märchenhaft reich gemacht hat. Das kann man nicht anders sagen. Schauen Sie sich hier mal an. Das ist die Kaufkraft pro Kopf in verschiedenen Weltregionen seit 1500. Und Sie sehen, dass ein durchschnittlicher Mensch lange Zeit in der Welt so ungefähr das Äquivalent von dem hatte, ja, was heute auf jeden Fall weniger als 1000 Dollar pro Jahr wären. Ja, also Menschen hatten lange Zeit ungefähr das Äquivalent von, ja, Sie können sagen, 2, 3 Euro pro Tag, was auch heute noch extreme Armut ist. Und hier ungefähr ab 1800, Anfang des 19. Jahrhunderts, begann ganz langsam dieser Anstieg, wirklich dann im 20. Jahrhundert, der zu diesem gigantischen Reichtum geführt hat. Also jemand, der heute in den USA lebt, ist mehr als 30, 40 Mal so reich, wie es jemand Kaufkraft bereinigt, lange Zeit über Jahrhunderte vor dem 19. Jahrhundert war. Jemand, der heute in Westeuropa lebt, ist auch 25 Mal so reich, ungefähr 20, 25 Mal so reich, wie jemand im 19. Jahrhundert. Und auch die Armut in Asien oder Lateinamerika ist nicht ganz so schnell angestiegen, aber auch da sind Menschen ungefähr 8 Mal so reich, wie sie es früher waren und eben auch in Afrika. Also man kann nicht sagen, dass die ärmsten Regionen davon nicht profitieren. Man kann allerdings sagen, dass die ärmsten Regionen, dass der Anstieg nicht so schnell war wie in den heute reichen Regionen. Was damit allerdings einhergeht und wovon vor allem heute noch die armen Regionen betroffen sind, ist, dass Sie hier sehen können, wie auch die weltweite extreme Armut dadurch stark zurückgegangen ist. Es gibt leider keine durchgehende Datenreihe, aber was Sie hier im Wesentlichen sehen, ist der Prozentanteil der Weltbevölkerung, der in absoluter Armut lebt. Die obere Reihe ist der Anteil hier, ich kann mal gucken, ob ich das da rein markieren kann, hier, der mit weniger als 2 Dollar lebt. Hier unten ist der Anteil, der mit weniger als 1 Dollar in Kaufkraft Mitte der 1980er Jahre lebt. Und das Interessante, das Verrückte ist eben, dass dieser Anteil immer wieder und auch krass zurückgegangen ist. Sie können im Wesentlichen sagen, dass 1820 um die 90% der Menschheit nach heutigen Maßstäben absolut arm waren. Wenn man sich heute anschaut, welcher Anteil der Menschheit noch unterernährt ist, dann ist das ungefähr ja, bei 13%. Wenn man sich den Anteil der Menschen in extremer Armut anschaut, ist das ungefähr bei 10%. Also sie kommen um zwei
Einsichten nicht herum, egal ob sie jetzt, wie das ja in Marburg gar nicht so untypisch ist, sozusagen großer Kapitalismusgegner sind oder ob sie großer Kapitalismus-Fan sind. Der Kapitalismus macht die Menschen reich und er macht auch die bisher ärmsten Menschen der Weltbevölkerung reicher als zumindest jedes andere System, das wir kennen. Und das bringt jetzt natürlich die Frage mit sich, warum wurden viele Länder so reich, indem sie kapitalistisch wurden? Und eine, ja, aufsehenerregende Publikation, die das zusammenfasst, eben warum manche Länder reich wurden und andere arm geblieben sind, die gab es im Sommer 2012 in Harvard. Da haben alle darüber geredet. Und es ging um zwei Forscher vom MIT, die eine super verblüffend einfache These in den Raum gestellt haben, die aber wirklich extrem viel erklärt. Und das sind Darren Acemoglu am MIT Wirtschaftswissenschaftler und James Robinson in Harvard Politikwissenschaftler. Die haben 2012 das Buch veröffentlicht, Why Nations Fail. Die beiden geben das Beispiel der Stadt Nogales. Das ist eine Stadt, die zur Hälfte auf der amerikanischen Seite einer Grenze steht und zur anderen Hälfte auf der mexikanischen Seite einer Landesgrenze. Und jetzt vergleichen die beiden erstmal einfach, wie es den Menschen auf der einen Seite und den Menschen auf der anderen Seite geht. Ja, und sie sehen eben, dass die Menschen auf der amerikanischen Seite der Stadt im Schnitt so 30.000 Dollar im Jahr haben. Die meisten haben zumindest einen Highschool-Abschluss, müssen relativ wenig Angst vor Kriminalität haben, beschweren sich natürlich über Politiker, aber gehen trotzdem davon aus, dass man zumindest vom Grundprinzip durch Wahlen die Fragen regeln kann, die man von allgemeinem Interesse findet. Und auf der anderen Seite sind aber die Leute, die in derselben Stadt auf der mexikanischen Seite wohnen. Die verdienen nur 10.000 Dollar, also ungefähr ein Drittel, haben meistens keinen Highschool-Abschluss und beschweren sich nicht nur vor Kriminalität, sondern können eben auch wirklich aufgrund von Kriminalität ihr Leben nicht leben. Und sie haben eben auch nicht die Einstellung, dass man ihr Leben verändern könnte, wenn man die richtigen Politiker wählt. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum unterscheiden sich die beiden Hälften der Stadt? Und jetzt gibt es eine Menge Erklärungen, die Ökonomen für die schlechtere Entwicklung der einen Hälfte immer wieder angeführt haben. Der Entwicklungsunterschied kann aber in dem Fall nicht an der Geografie liegen, weil die beiden Hälften haben natürlich im Wesentlichen dieselbe Geografie, die liegen jetzt nicht in unterschiedlichen Klimazonen oder sowas. Man hätte auch gesagt, ja, vielleicht sind manche Leute weniger reich, weil da andere Krankheiten sind. Naja, das kann in dem Fall auch nicht stimmen. Der Unterschied kann auch nicht an einer vermeintlich anderen, sozusagen kulturellen, hergebrachten Basis liegen, weil die Menschen dieselben Vorfahren haben. Also erst Mitte des 19. Jahrhunderts wurde ein Teil der Stadt amerikanisch und der andere Teil ist eben mexikanisch geblieben. Das heißt, die Menschen haben dieselbe Kultur, dasselbe Essen, dieselbe Musik, fast alles ist gleich. Und das macht natürlich die Frage umso dringender, was denn der Unterschied ist. Also warum ist ein Teil der Stadt so arm und ein anderer Teil so reich? Der einzige Unterschied, der systematisch besteht zwischen diesen beiden Hälften der Stadt, von dem eine Hälfte reich und die andere Hälfte arm ist, das sind eben die amerikanischen Regeln und Gesetze, also die anderen Institutionen, die auf der nördlichen Seite der Stadt bestehen. Das heißt, und das ist das grundlegende Argument von Acemoglu und Robinson, Länder werden reich, wenn sie die, ja, richtigen, in Anführungsstrichen, richtigen Institutionen haben. Okay, aber das verlagert natürlich nur die Frage, also was sind die richtigen Institutionen? Was sind das für Institutionen, die Länder reich machen? Und reiche Länder sind laut Acemoglu und Robinson so reich, weil es dort keine extraktiven Institutionen, so nennen sie das, gibt. Oder zumindest gibt es diese extraktiven Institutionen weniger als in armen Ländern. Was sind also extraktive Institutionen? Im Wesentlichen sind extraktive Institutionen solche Institutionen, die die eigene Bevölkerung ausbeuten, damit es einer Elite besser geht. Das Gegenteil sind inklusive Institutionen. Lassen Sie mich den Unterschied zwischen extraktiven und inklusiven Institutionen also mal historisch klar machen. Als die Spanier Südamerika und Mexiko erobert hatten, da wollten sie, das war ihr Plan, dass die indigene Bevölkerung Gold und Silber für sie aus dem Boden holt. Und im Wesentlichen muss man sagen, ja, hat das auch ganz gut geklappt. Die Spanier haben die indigene Bevölkerung im Wesentlichen versklavt.
damit sie Bodenschätze für sie fördert. Und für die Spanier war das super. Sie mussten eben nicht viel tun, sondern konnten die indigene Bevölkerung nutzen, damit eben Silber und Gold aus dem Boden für sie geholt werden. Und sie wurden reich. Aber was bedeutet jetzt diese Ausbeutung für jemand aus der indigenen Bevölkerung? Dass die sozusagen nicht schön ist und unseren Gerechtigkeitsgefühlen widerspricht, das ist ja eine Sache. Sie bedeutete aber auch für eine Person, die sozusagen ausgebeutet wird, dass die sich rational denken musste, naja, es ist eigentlich egal, wie viel ich arbeite, mein eigenes Leben wird nicht besser dadurch, dass ich mehr arbeite. Das heißt, wenn ich jetzt mehr Gold oder mehr Silber aus der Mine hole, dann wird zwar das Leben von irgendeinem Spanier besser, für den ich das Gold und das Silber ja aus der Mine hole, aber mein eigenes Leben wird eben nicht besser, wenn ich mich selbst mehr anstrenge. Mit anderen Worten, für mich lohnt sich Anstrengung nicht, weil nicht ich, sondern wer anders von dieser Anstrengung profitiert. Das Problem war nun aber, dass nicht nur die wirtschaftlichen Institutionen auf diese Weise extraktiv, also ausbeutend waren, sondern auch die politischen. So nennen die beiden das, politisch extraktive Institutionen. Also nicht nur die wirtschaftlichen Institutionen haben so funktioniert, dass eine Gruppe den Mehrwert aus der anderen Gruppe rausziehen konnte, sondern die Spanier wollten natürlich auch nicht, dass irgendwer sie abwählen kann. Also haben sie sich vor Demokratie gehütet. Sie wollten also kein inklusives System, wo alle bestimmen müssen, sondern ein System, wo sie selber bestimmen konnten. Das hat dann dazu geführt, dass die Spanier irgendwann von einheimischen Eliten abgelöst wurden, die dann selber die eigene Bevölkerung ausgebeutet haben. Aber das hat eben an dem grundlegenden System nichts geändert. Dass eine Gruppe in der Gesellschaft die Arbeit der anderen Gruppe ausbeutet, eben ihren Wert extrahiert. Deswegen extraktive Institutionen. So, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie macht man das besser? Also wie schafft man Institutionen, mit denen die Bevölkerung im Schnitt reich wird, reich wurde auch? Und das beantworten Acemoglu und Robinson, indem sie zeigen, wie die USA anders als Mexiko wurde. Der heutige Reichtum der USA, der begann nämlich mit einer Paradoxie. Denn Nordamerika, was ja heute der reichste Kontinent der Welt ist, das wurde damals sozusagen nur als, ja, der jämmerliche Rest angesehen. Also Nordamerika blieb übrig, nachdem Spanien Südamerika kolonialisiert hatte. Und Nordamerika galt so als der uninteressante Rest, weil es da erstmal kein Gold und Silber gab. Und als England dann 1588, also circa 100 Jahre später, nachdem Spanien sich Südamerika gekrallt hatte, anfing, Nordamerika zu kolonialisieren, da hatte es auch erstmal denselben Plan wie Spanien. Wir gehen dahin und mit unserem überlegenen Militär unterwerfen wir die indigene, also die dort lebende Bevölkerung und lassen die für uns arbeiten. Aber als dann tatsächlich in Nordamerika die ersten Siedler 1607 die Jamestown-Kolonie gründeten, da fanden sie weder eine indigene Bevölkerung, die sie unterwerfen konnten, noch fanden sie irgendwelche Bodenschätze, die sie zurückschicken konnten. Also mit deren sozusagen ja, Ausbeutung, mit deren, also die sie aus dem Boden holen konnten, indem sie die Bevölkerung ausbeuten. Ja, und deswegen mussten die Siedler unglaublich, unglaublich selber anfangen zu arbeiten, was gar nicht der Plan war. Und weil darauf auch niemand vorbereitet war, sind direkt auch erstmal 440 der 500 ersten Siedler verhungert. Also 90% der ersten Siedler in den USA sind erstmal direkt gestorben. Das ist natürlich nicht so schön und Sie können sich jetzt vielleicht auch vorstellen, warum sozusagen Nordamerika nur der uninteressante Rest war, den keiner wollte. Langfristig hatte das aber positive Folgen, dass es keine Bevölkerung gab, die man ausnehmen konnte, weil es eben zu inklusiven Institutionen führte. Also zu Institutionen, unter denen eine Person durch eigene Arbeit ihr eigenes Leben verbessern kann. Denn nachdem der Plan gescheitert war, die amerikanische indigene Bevölkerung auszubeuten, bekam erstmal jeder Siedler 20 Hektar Land pro Familienmitglied. Und dieses Land konnte dann jeder Siedler selber bestellen und auch dessen Ernte behalten oder für seinen eigenen Profit verkaufen. Das heißt, und das war ein ganz grundlegender Unterschied, wenn jemand sich beispielsweise eine bessere Anbautechnik überlegte, mehr arbeitete oder ja, natürlich vielleicht auch einfach mehr Glück hatte, auf jeden Fall aber mehr aus seinem Acker rausholte, dann wurde eben tatsächlich sein Leben besser und nicht das Leben von irgendwem anders. Ja?
Das sind also keine extraktiven Institutionen, bei denen, wenn ich mich anstrenge, jemand anders den Wert abschöpft, sondern inklusive Institutionen, wo sozusagen der Wert bei den Leuten bleibt, die ihn schaffen. Und weil eben England auch kein besonderes Interesse an einer Kolonie ohne Bodenschätze hatte, was wird man damit machen? Deswegen hatte es eben auch nichts dagegen, dass sich die Kolonie Jamestown selbst politisch verwaltet. Also die haben einfach gesagt, ja gut, ihr seid uns im Wesentlichen egal. Das heißt, alle erwachsenen Männer natürlich auch nur, muss man sagen, durften selber wählen, wie ihre eigene Kolonie regiert werden sollte. Und das ist der zweite Punkt. Es konnte also auch niemand die wirtschaftlichen inklusiven Institutionen abschaffen, weil es inklusive politische Institutionen gab, mit denen man eben alle abwählen konnte, die die wirtschaftlich inklusiven Institutionen möglicherweise abschaffen konnte. Ja? Also mehr oder weniger durch Zufall entstanden in Nordamerika Institutionen, die dafür sorgten, dass Menschen durch ihre eigene Anstrengung auch ihr eigenes Leben verbessern können. Wer aber dahingegen in Südamerika mehr arbeitete, der verbesserte nicht sein eigenes Leben, sondern eben das Leben von irgendwelchen Spaniern. So, und dieses damals revolutionäre System, uns scheint das ganz logisch, dass wenn ich arbeite, ich das auch behalten kann, ja? Aber dieses damals revolutionäre System, das eben erstmals systematisch die Idee beinhaltete, dass ich durch eigene Anstrengungen mein eigenes Leben verbessern kann, statt für jemand anderes zu arbeiten. Dieses System inspirierte eben später die Verfassung der Vereinigten Staaten und daraufhin auch vieler weiterer Länder, die dann eben reich geworden sind. Darum ist die Antwort auf die Frage, was Länder reich macht und wie der Kapitalismus Länder reich macht, eigentlich ziemlich einfach. Es sind nur zwei Regeln. Die erste Regel lautet, schaffe wirtschaftliche Institutionen, die dafür sorgen, dass Menschen durch ihre eigene Anstrengung ihr eigenes Leben verbessern können. Und zweitens, schaffe politische Institutionen, die dafür sorgen, dass Menschen abgewählt werden können, die probieren, andere, nämlich ausbeutende, extraktive Institutionen einzuführen. Und immer, wenn Länder das gemacht haben, dann entstand, was Aschenbrödel und Robinson auf über 500 Seiten an etlichen Fallstudien zeigen. Also immer, wenn Länder diese beiden Regeln befolgten, wurden sie reich, egal wo sie geografisch liegen, egal ob sie eine furchtbar ausgebeutete Kolonie waren, egal wie ihre vorherige Geschichte war, ob sie ein schlechtes Klima hatten oder was auch immer. Wir werden in der Übung mal nach Fällen suchen, in denen Aschemoglus und Robinsons Rezept nicht funktioniert, ja, weil es sozusagen zu einfach und zu schön scheint, um wahr zu sein. Aber es ist eben tatsächlich, das werden Sie sehen, gar nicht so einfach, etwas zu finden. Also alle Länder, die ihrer Bevölkerung die Möglichkeit geben, durch eigene Anstrengungen ihr eigenes Leben zu verbessern, werden reich, egal wie ihre vorherige Geschichte war. Alle Länder, die, egal wie gut ihre vorherigen Bedingungen sind, extraktive Institutionen nutzen, also Institutionen, die den Mehrwert aus ihrer eigenen Bevölkerung ziehen, sodass sich Arbeiten nicht mehr lohnt, bleiben arm. Und insgesamt, ich habe Ihnen ja versprochen, dass das, was wir lernen, immer an die Klassiker sozusagen zurückgekoppelt wird. Bedeutet das, dass die Antwort auf die Frage, was macht Länder reich, lautet, erstens, Adam Smith hat recht. Menschen müssen durch eigene Arbeit ihr eigenes Leben verbessern können und es muss dahinter politische Institutionen geben, die dafür sorgen, dass sich das nicht ändert, also dass sich keine Elite bildet, die stattdessen lieber extraktive Institutionen einführt, mit denen sie die Bevölkerung ausbeutet. Das heißt dann aber auch, und das ist das Interessante, nicht nur Adam Smith hat recht, Karl Marx hat auch recht. Denn wenn Menschen ausgebeutet werden, strengen sie sich eben nicht mehr an, erfinden nichts und insgesamt geht es dann auch dem ganzen Land nicht besser. Also ganz interessant, wir haben Smith und Marx sozusagen als Gegensatz gesehen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die sich hier ja relativ einig wären. Ja? Das ist also der Grund, warum der Kapitalismus Länder auf einmal, kann man auch sagen, so schnell reich macht. Im Kapitalismus lohnt es sich vom Grundprinzip her, sich anzustrengen, wohingegen in den Systemen, die wir kennen, die nicht kapitalistisch sind, meine eigene Anstrengung nicht dazu führt, dass es mir selbst besser geht. So, aber kann man denn jetzt überhaupt von dem Kapitalismus sprechen?
Das ist eben ziemlich schwierig. Es gibt stattdessen unterschiedliche sogenannte Spielarten des Kapitalismus. Und das werden wir uns jetzt mal in der zweiten Hälfte anschauen, wo wir uns überlegen, wie unterscheidet sich der Kapitalismus? Und das wichtigste Werk dazu, das wirklich die gesamte international vergleichende politische Ökonomie umgeworfen hat, war von Peter Hall und David Soskes aus dem Jahr 2001, Varieties of Capitalism, the Institutional Foundations of Comparative Advantage. Und ich hatte dann tatsächlich auch das Glück, 2008 mal ein halbes Jahr und 2012 auch ein ganzes Jahr mal mit Peter Hall zusammen zu arbeiten zu können, also ihn mal besuchen zu können und kennenzulernen. Und tatsächlich ist das eine Diskussion, was ich ja nicht bei allen Themen hier sagen kann, aber das ist eine Diskussion, zu der ich auch selber als Wissenschaftler beigetragen habe, eben mit diesen beiden Büchern hier, wo ich die Idee hatte, dass es einerseits Varieties of Capitalism gibt, also die Idee, dass es zwei Kapitalismusvarianten gibt und andererseits die Idee, dass es drei Arten von Wohlfahrtsstaaten gibt. Und meine Idee war, dass man beides in eine Typologie integriert. Sie werden heute das erste kennenlernen, also Varieties of Capitalism. Und in der 12. Sitzung werden Sie die Esping-Andersen-Wohlfahrtsstaaten-Typologie kennenlernen. Und dann werde ich Ihnen mal zeigen, wie meiner Meinung nach zumindest man beides in eine Typologie moderner Kapitalismusvarianten integrieren kann. Dazu habe ich dann auch das erste deutsche Lehrbuch zu diesem Thema geschrieben, eben zu den Unterschieden liberaler und koordinierter Marktwirtschaften. Und ja, was ist jetzt der Unterschied dieser liberale und koordinierter Marktwirtschaft? Also, alle haben schon immer geahnt, dass englischsprachige Länder, vor allem die USA und England, irgendwie in Anführungsstrichen kapitalistischer sind als andere Länder. Und vielleicht fragen Sie sich auch manchmal selber, wieso Facebook, Apple, Google, Amazon, Twitter eigentlich immer aus den USA kommen. Also diese neuen, hippen Firmen, die irgendwas Neues erfinden. Die kommen eben fast immer aus den USA. Und wenn Sie sich jetzt mal überlegen, wofür denn stattdessen deutsche Firmen stehen, ja, was machen Siemens, BMW, VW, Mercedes, dann ist das eher nicht so, dass die die tollen, neuen, hippen Produkte erfinden, sondern die machen stattdessen bestehende Produkte immer besser. Ja, also beispielsweise Autos oder was weiß ich, Geschirrspülmaschinen. Darin sind eben deutsche Unternehmen gut. Bestehende Produkte immer ein klein bisschen besser als vorher zu machen. Und Hall und Soskes haben jetzt auf dieser Unterscheidung, also es gibt Länder, die ganz Neues erfinden und Länder, die Bestehendes immer besser machen, eine ganze Typologie gebaut, nämlich die sogenannte Varieties of Capitalism Typologie, die davon ausgeht, dass es zwei Arten von Kapitalismusvarianten auf der Welt gibt. Und das sind im Wesentlichen diese beiden Kapitalismusvarianten. Also was Hall und Soskes machen, ist hier die linken Länder von den rechten Ländern zu unterscheiden. Also sie sagen, dass es einerseits liberale Länder gibt mit einer liberalen Kapitalismusvariante. Das sind die USA, das sind Großbritannien, das sind Australien, Kanada, Neuseeland und Irland. Kann man sich ganz gut daran merken, dass das alles englischsprachige Länder sind. Und davon grenzen sich ab sogenannte koordinierte Marktwirtschaften. Das sind erstmal wir, also Deutschland, Österreich auch, Japan, Schweiz, Niederlande, Belgien, Schweden und dann die vier skandinavischen Länder Norwegen, Dänemark und Finnland. Nur um dem schon mal vorauszugreifen, die Esping-Andersen-Typologie sagt, es gibt liberale Wohlfahrtsstaaten und das ist auch das, was hier die liberalen Länder sind einerseits und es gibt konservative Wohlfahrtsstaaten, das sind hier die Länder bis auf Schweden, Norwegen, Dänemark, Finnland. Und es gibt eben sozialdemokratische Wohlfahrtsstaaten, das sind dann Schweden, Norwegen, Dänemark und Finnland. Und daher kam meine Idee, dass die Esping-Andersen-Typologie, die sagt, es gibt drei Arten von Wohlfahrtsstaaten auf der Welt, ganz gut zu der Hall- und Soskes-Typologie passt, die eben sagt, es gibt zwei Arten von Kapitalismusvarianten auf der Welt. So. Wie unterscheiden sich jetzt aber die linken Länder, die liberalen Länder von den rechten, also von den konservativen Ländern? Und warum sind die Unternehmen in den linken, also englischsprachigen Ländern besser in radikalen Innovationen, ganz Neues zu erfinden? Und warum sind Unternehmen in den europäischen Ländern besser darin, bestehende Produkte immer weiterzuentwickeln, statt
ganz neue Produkte zu erfinden. Erinnern Sie sich dazu erstmal an Brian Usi aus der letzten Stunde zu Unternehmen. Da ging es um Embedded und Arm's Length Ties. Und Brian Usis Idee mit diesen Arm's Length Ties war jetzt, dass es einerseits wichtig für Unternehmen ist, Abstand zu anderen Unternehmen zu haben und andererseits, dass es auch wichtig für andere Unternehmen ist, mit anderen zusammenzuarbeiten können, was er Embedded Ties genannt hat. Und der ganz grundlegende Unterschied zwischen koordinierten Marktwirtschaften wie Deutschland und liberalen Marktwirtschaften wie zum Beispiel den USA, England, aber auch Neuseeland, Australien, ist jetzt, dass Länder wie Deutschland koordinierte Marktwirtschaften es ihren Unternehmen einfach machen, Embedded Ties zu unterhalten. Also sie machen es einfacher für Unternehmen, miteinander zu kooperieren. Aber nicht nur für Unternehmen miteinander, sondern auch mit ihrer eigenen Belegschaft, mit Arbeitnehmern generell, mit Regulierungsinstitutionen und so weiter. Dadurch sind Unternehmen in Deutschland und anderen koordinierten Marktwirtschaften zwar weniger flexibel, aber besser darin, langfristige Beziehungen zu anderen Unternehmen, Kunden und Arbeitnehmern aufzubauen. Und das macht deutsche und auch andere koordinierte Unternehmen oder Unternehmen in koordinierten Ländern schlechter darin, ganz neue Produkte zu erfinden, aber besser darin, bestehende Produkte immer weiter zu verbessern. Und auf dieser Idee aufbauend, dass manche Länder gut darin sind, aufgrund von Embedded Ties Produkte zu verbessern und andere Länder aufgrund von Arm's Length Ties besser darin sind, ganz neue Sachen zu erfinden, weil sie sozusagen ungebundener sind. Auf dieser Idee aufbauend sprechen Hall und Hoskes von den zwei Kapitalismusvarianten, also liberal koordiniert, liberal and coordinated. Und dabei gibt es 6 wichtige Unterschiede zwischen liberalen und koordinierten Marktwirtschaften, die sich alle gegenseitig unterstützen. Also alles in koordinierten Marktwirtschaften ist koordiniert und das macht es komplementär. Also Koordination in einem Bereich unterstützt Koordination ist komplementär zu Koordination in einem anderen Bereich. Und in liberalen Marktwirtschaften sind liberale Regeln, wo Unternehmen, Menschen machen dürfen, was sie wollen, komplementär zu liberalen Regeln in einem anderen Bereich. Ja, was sind diese 6 Bereiche, wo sich liberale und koordinierte Marktwirtschaften unterscheiden? Der erste Bereich ist die Frage, wem gehört das Unternehmen? Und hier ist immer die Frage, gehört das den Aktienhaltern oder allen. Sie haben ja letzte Sitzung von Milton Friedman schon gehört, dass das Unternehmen seiner Meinung nach nur den Anteilseignern gehört. Sie haben aber auch das Stakeholder-Modell kennengelernt, das was ganz anderes sagt, nämlich dass das Unternehmen nicht nur denen zu dienen hat, die die Anteile halten, sondern auch den Arbeitnehmern, Unternehmen, die viel damit zu tun haben, der Region, in der es ist und so weiter. Und man kann vielleicht und sollte vielleicht sogar die Sichtweise von Milton Friedman nicht unbedingt sympathisch finden, dass das Unternehmen nur dazu da ist, Profit zu maximieren. Aber sie hat zumindest, das muss man sagen, eine gewisse Logik in sich. Ja, also wir haben mal probiert, uns zu überlegen, was daran möglicherweise nicht stimmt. Und das ist gar nicht so einfach. Also in sich ist das Modell schon ziemlich stimmig. Und liberale und koordinierte Marktwirtschaften unterscheiden sich jetzt darin, inwieweit sie sagen, dass Milton Friedman recht hat. Also in liberalen Marktwirtschaften gilt diese Logik von Friedman viel, viel stärker, die wir uns letzte Woche am Ende der Stunde klargemacht haben. Also hier gilt vielmehr die Logik, wem das Unternehmen gehört, der darf eben auch über das Unternehmen bestimmen. Und in koordinierten Marktwirtschaften, zu denen eben auch Deutschland gehört, da glaubt man nicht so sehr an Friedmans Konzeption, sondern hier gilt stattdessen das Stakeholder-Modell, das Sie auch kennengelernt haben. Das heißt, hier darf beispielsweise die Belegschaft stärker mitbestimmen, was in einem Unternehmen passiert. Und das ist nicht nur so Gerede, sondern das zeigt sich eben auch in ganz realen Institutionen. Also in Deutschland wählt beispielsweise die Belegschaft einen sogenannten Betriebsrat und der kann mitentscheiden, wenn das Management im Unternehmen einiges machen will. Kann ich bei allem mitentscheiden. Das gibt es in anderen Ländern auch. Es unterscheidet sich jetzt aber von Land zu Land, wie viel der Betriebsrat mitbestimmen darf. Und dabei kann man eigentlich 4 Stufen auseinanderhalten, wie stark die Belegschaft über den Betriebsrat mitbestimmen darf. Und schauen Sie sich das mal hier an.
Sie sehen also hier, dass es einmal Länder gibt, wo der Betriebsrat überhaupt keine Einspruchsrechte hat. Und es ist eben kein Zufall, dass das vor allem, na, dass das in Australien, Kanada, Neuseeland, Ausnahme, Portugal, England und den USA ist. Also das sind Länder, wo es zwar einen Betriebsrat gibt, aber der hat sozusagen nicht viel zu melden. Dann gibt es auch Länder, wo der Betriebsrat zumindest Anhörungs-, aber keine Mitbestimmungsrechte hat. Das heißt, wenn das Management in Irland, Italien, Japan, Spanien oder der Schweiz was machen will, dann müssen die sich anhören, immerhin, was die Arbeitnehmer dazu sagen. Die können nicht sagen, eure Meinung ist uns egal. Aber der Betriebsrat kann das Management sozusagen zu nichts zwingen. Dann gibt es zweitens in Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Norwegen und Schweden noch die Regelung, dass in sozialen Fragen der Betriebsrat mitbestimmen darf. Das heißt, der darf sozusagen nicht dem Management vorgeben, so müsst ihr euch wirtschaftlich verhalten. Aber wenn zum Beispiel gesagt wird, wir müssen Leute rausschmeißen, dann kann der selber überlegen, wie der Sozialplan gemacht werden soll. Also wer soll zuerst rausgeschmissen werden und wer soll nicht rausgeschmissen werden. Und in den wenigsten Ländern, Österreich, Deutschland und die Niederlande, da haben Betriebsräte eben den höchsten Mitbestimmungsgrad. Hier dürfen sie nämlich sogar in ökonomischen Fragen mitentscheiden. Das dürfen Sie sich jetzt natürlich nicht so vorstellen, dass der Betriebsrat einfach sagt, hey, Management, wir wissen besser, was hier zu tun ist als ihr. Aber zum Beispiel in meiner Doktorarbeit, wo ich mir angeschaut habe, wie Unternehmen auf moralische Argumente reagieren, konnte dann der Betriebsrat selber eine Unternehmensberatung beauftragen, die dann nochmal nachgerechnet hat, könnte es sich nicht auch lohnen zu bleiben? Und daraus entstanden dann tatsächlich teilweise ja andere auch ökonomische Entscheidungen, weil sich dann eben teilweise auch gezeigt hat, oh, naja, ihr habt zwar berechnet, es lohnt sich zu gehen, aber wenn man andere ebenso plausible Berechnungen anstellt und für sowas hat dann der Betriebsrat in Deutschland Mittel, dann kann es sich unter leicht anderen Umständen auch lohnen zu bleiben. Das heißt, in Deutschland und Österreich und den Niederlanden kann der Betriebsrat auch bei wirtschaftlichen Entscheidungen mitentscheiden. Und Sie müssen sich mal vorstellen, was das bedeutet. Das heißt eben, dass das Management nicht oder nur begrenzt Kontrolle über das eigene Unternehmen haben kann. Das hat natürlich auch ein demokratisches Element. Ja, also wenn man jetzt im Sozialismus gesagt hat, die Arbeitnehmer sollen ihre Unternehmen selber führen. Gut, da hätte es dann dem Staat gehört, ja, aber zumindest war die Idee, dass es nicht der bösen Bourgeoisie gehören darf. Da könnte man jetzt in Deutschland mit Betriebsräten sagen, naja, ein Stück weit ist das so. Also es gibt eine Art von Demokratie in den Unternehmen. Die Arbeitnehmer wählen jemand, der sie repräsentiert. Und dieser Betriebsrat, der kann dann mitentscheiden, was im Unternehmen passiert. Also ein Stück weit bedeutet das eben einfach nur, dass die Arbeitnehmer selber entscheiden können, wie das Unternehmen geführt wird, indem sie selber arbeiten. So, und das hat aber Vorteile, aber auch Nachteile. Es führt nämlich dazu, dass Unternehmen in liberalen Marktwirtschaften schnell Entscheidungen treffen können, ohne sich eben umständlich mit der Belegschaft absprechen zu müssen. Und darum besser daran sind, ganz neue Sachen zu erfinden. In koordinierten Marktwirtschaften ist eben das genaue Gegenteil der Fall. Hier muss das Management sich mit der Belegschaft absprechen. Und darum können diese Unternehmen zwar langfristig mit ihrer Belegschaft kooperieren, sie müssen es ja auch, die Belegschaft kann ja mitentscheiden, sie können aber nicht so toll schnelle Entscheidungen treffen. Also hier ist ein Element, nämlich wer bestimmt über das Unternehmen mit, die nur die Anteilseigner über die Manager oder auch die Arbeitnehmer, der dazu führt, dass Länder entweder liberal sind und Unternehmen ganz neue Sachen erfinden oder koordiniert sind und Unternehmen bestehende Produkte weiterentwickeln. So, eine zweite Frage ist, wie werden Löhne ausgehandelt? Nicht in jedem Land können Arbeitnehmer ihre Löhne selbst aushandeln. In Deutschland gibt es zum Beispiel den Tarifvertrag öffentlicher Dienst. Und ja, hier gibt es eben teilweise starke Gewerkschaften, die für gesamte Branchen Löhne festlegen. Die IG Metall für den Metallsektor, der sehr, sehr breit definiert ist, Verdi für den Dienstleistungssektor und so weiter. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel im öffentlichen Dienst anfangen zu arbeiten, dann werden Sie keine individuellen Gehaltsverhandlungen führen, wie viel Sie denn verdienen sollten, sondern Sie werden einfach in den TVÖD, den Tarifvertrag öffentlichen Dienst, eingruppiert. Und das entscheidet,
wie viel sie bekommen. Können Sie auch mal googeln, was so die Gehälter im Tarifvertrag öffentlicher Dienst sind. Das ist eben anders in liberalen Marktwirtschaften. Hier handelt jeder Arbeitnehmer und jede Arbeitnehmerin ihren eigenen Lohn aus. Also es geht eben gerade nicht darum, dass Gewerkschaften das Kollektiv für alle Arbeitnehmer machen, sondern das muss eben jeder selber machen. In Wirklichkeit ist natürlich etwas komplizierter. Schauen wir uns mal an, auf welcher Ebene in verschiedenen Ländern der Lohn ausgehandelt wird. So, und sowas ändert sich natürlich auch. Ich habe Ihnen hier einmal das Lohnaushandlungslevel 1990 und einmal das Lohnaushandlungslevel 2010 abgetragen. Und wenn jetzt das Lohnaushandlungslevel, schwieriges Wort, 1 bedeutet, dass man selber oder nur innerhalb des Betriebs Löhne kollektiv ausgehandelt werden, dann sieht man eben, dass das in vielen Ländern oder zumindest in Kanada, UK und USA so ist. Also wieder keine Überraschung, nur liberale Marktwirtschaften. In anderen Ländern, in Australien, Frankreich, Irland und Neuseeland, ist es so, dass das im Unternehmen hauptsächlich passiert, aber dass es so gewisse Rahmen gibt, die sektoral gelten. Also was weiß ich, für die Stahlindustrie oder für den Dienstleistungssektor. Dann gibt es andere Länder, Dänemark, Finnland, Japan, Portugal, Schweden und die Schweiz, wo hauptsächlich auf Bereich wirtschaftlicher Sektoren Löhne verhandelt werden. Also nicht Sie selber handeln das aus, sondern der Lohn wird, was weiß ich, für die Eisverkäufer oder für die Menschen in Kohleminen kollektiv ausgehandelt. Und dann gibt es eben noch Länder, Spanien, Norwegen, Niederlande, Italien, auch Deutschland, Belgien und Österreich, wo es sogar einen Aspekt der nationalen Lohnfindung gibt. In Deutschland hat das oft bedeutet, dass Lohnaushandlungen von der IG Metall stattfanden. Sagen wir mal, die bekommen 3% mehr. Und dann haben halt die anderen Sektoren gesagt, naja, wenn die Metallarbeiter 3% mehr bekommen, dann ist es jetzt schwierig für uns, da so ganz dahinter zu bleiben. Das heißt, wir fordern jetzt, sagen wir mal, für den öffentlichen Dienst auch 3% mehr. So, und warum ist das jetzt wichtig für die Frage liberal koordiniert? Umso höher die Ebene, auf der Löhne ausgehandelt werden, also beispielsweise auf einer nationalen oder sektoralen Ebene, umso weniger können bestimmte Unternehmen anderen Unternehmen die Arbeitskräfte wegklauen. Und das ist einerseits gut, weil es dazu führt, dass ich stabil mit meiner Belegschaft zusammenarbeiten kann. Die wechselt nicht die ganze Zeit. Das heißt, ich kann, und jetzt Sie sehen, wie das Muster sich wiederholt, bestehende Produkte weiterentwickeln. Aber es heißt eben auch, dass ich umgekehrt, wenn ich als Unternehmen flexibel meine Belegschaft vergrößern oder verkleinern können will, das schlecht über Löhne funktioniert, weil die sind sozusagen für alle dieselben. Das heißt, Unternehmen, die darauf angewiesen sind, schnell neue Menschen anstellen und zur Not eben auch feuern zu können, die haben durch dieses System ein Problem. Und wieder, Sie sehen die Logik, wenn ich ganz neue Sachen erfinden will, dann ist dieses koordinierte System nicht so toll für mich. Wenn ich allerdings bestehende Produkte, ist ein bisschen langweiliger vielleicht, immer weiterentwickeln will, dann macht dieses koordinierte System Sinn für mich, wo eben nicht ich als Unternehmen mit meinen Arbeitnehmern die Löhne aushandle, sondern das für meinen gesamten Sektor, vielleicht sogar für das gesamte Land von Gewerkschaften und Arbeitnehmerverbänden ausgehandelt wird. Und dazu passend, das ist der dritte Aspekt, gibt es sozusagen eine philosophische Frage, zwei philosophische Konzepte zu der Frage, was denn Wirtschaftsverbände machen dürfen. Die Frage ist nämlich erstmal, dürfen Unternehmen sich zu Wirtschaftsverbänden zusammenschließen? Und da könnte man ja sagen, na gut, wer sollte sie daran hindern? Okay. Aber was macht man dann mit diesen Wirtschaftsverbänden? In liberalen Marktwirtschaften gilt das Konzept des Pluralismus. Also des Pluralismus können Sie sich so vorstellen, es gibt ganz viele Stimmen, die wollen alle was von der Politik. Ja? Die Omas und Opas wollen eine höhere Rente, die Arbeitnehmer wollen besseren Kündigungsschutz, die Arbeitgeber wollen das Gegenteil. Und jeder darf jetzt vom Prinzip her an das Parlament herantreten und sein Interesse äußern. Wir wollen dieses, wir wollen jenes und so weiter. Koordinierte Marktwirtschaften gehen aber noch einen Schritt weiter. Hier gibt es nämlich das
Konzept des sogenannten Korporatismus. Was ist das? Hier sagt man, nicht nur ist es so, dass zum Beispiel Arbeitgeber und Arbeitnehmer an die Politik herantreten können und die könnte dann prinzipiell Gesetze erlassen, sondern wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer sich über etwas einigen, dann wird diese Regelung allgemein verbindlich gemacht. Also, wenn jetzt zum Beispiel die Arbeitgeber in Deutschland und die Arbeitnehmer sich einigen, unter welchen Voraussetzungen, sagen wir mal, Homeoffice erlaubt sein sollte, oder eben auch die sich einigen, wie viel Lohnzuwachs es in einem bestimmten Bereich geben sollte, dann würde die deutsche Politik sagen, prima, was ihr hier gemacht habt, hat jetzt so eine Art Gesetzesstatus. Ja, weil die Logik einfach ist, wenn sozusagen die beiden Seiten hinter einem Problem sich geeinigt haben, die Arbeitnehmer und die Arbeitgeber, ja, warum sollte dann nicht die Politik sagen, alles klar, wenn ihr euch einig seid, dann macht ihr das gerne so. Das heißt, in koordinierten Marktwirtschaften schließen sich Unternehmen zu Wirtschaftsverbänden zusammen. Und wenn die dann mit den Gewerkschaften etwas regeln, wie beispielsweise Löhne aushandeln, dann müssen alle Unternehmen sich auch an diese Regeln halten. Also die Politik sorgt dann dafür, dass diese Regeln allgemein verbindlich werden. Das heißt, hier repräsentieren die Wirtschaftsverbände die Unternehmen nicht nur in dem Sinne, dass der Einfluss von unten, wo ganz viele Unternehmen sind, nach oben geht über die Wirtschaftsverbände an die Politik, sondern wenn die Politik dann gesagt hat, hier oben, prima, das machen wir so, dann gibt die das auch an die Wirtschaftsverbände als allgemeine Regel zurück und sagt, regelt das jetzt für eure Unternehmen, dass das auch so läuft. Ja? Das heißt, so kann man sich das auch vorstellen. Im Pluralismus geht der Einfluss von unten nach oben, also jeder kann sich mit seinen Anliegen an die Politik wenden, und im Korporatismus auch von oben nach unten, dass man sagt, wenn ihr eine allgemeinverbindliche Regel getroffen habt, dann setzen wir die um als Politik, und da das dann eine allgemeine verbindliche Regel ist, könnt ihr die dann auch als Wirtschaftsverbände bei euren Mitgliedern, den Unternehmen, den Arbeitnehmern umsetzen. Und das erste Problem daran ist schon mal, dass es in liberalen Marktwirtschaften zwar auch Unternehmensverbände als Repräsentanten gibt, aber es gibt sie eben gar nicht als jemand, der den Unternehmen auch was vorschreiben könnte, weil hier eben wieder die Logik ist, naja, wer hätte das Recht dazu, einem Unternehmen irgendwas vorzuschreiben? Ja, also das darf eben keiner. Warum sollte man das zulassen? Und wieder, Sie sehen, die Logik wiederholt sich, auch diese Regel führt dazu, dass Unternehmen in liberalen Marktwirtschaften maximale Flexibilität haben, wohingegen es ihnen eben in koordinierten Marktwirtschaften einfacher gemacht wird, über die Verbände zu kooperieren. Aber dafür sind sie eben auch nicht so flexibel. Gut, der nächste Punkt ist dann der vierte Punkt, wie findet Berufsausbildung statt? Vielleicht haben Sie sich ja schon mal gefragt, wie bekommt ein Land es eigentlich hin, dass möglichst viele gute Leute oder möglichst viele Leute gut ausgebildet sind? Und die Frage ist natürlich erstmal, naja, was ist denn daran so schwierig? Das Problem daran ist, so schwierig daran ist, Bildung ist ein Kollektivgut. Das heißt, für alle ist es gut, wenn alle gut ausgebildet sind und alle wollen auch eine hohe Bildung. Ja, also sie wollen jetzt sicher eine bessere Bildung als eine schlechtere Bildung, auch jeder individuell, und auch ein Land steht besser da, wenn alle eine hohe Bildung haben. Aber, und hier kommt das Problem, keiner will alleine individuell für diese hohe Bildung zahlen, weil eben keiner der Einzige ist, der von der Bildung was hat. Ja? Es hat ja auch der Staat was davon, wenn ich eine hohe Bildung habe, die Unternehmen, für die ich arbeite, haben was davon und so weiter. Das heißt, Menschen sind in aller Regel nicht bereit, individuell selber die gesamten Kosten für ihre Bildung zu tragen, weil auch sie nicht die Einzigen sind, die den Nutzen dieser Bildung haben. Und für Unternehmen entsteht dadurch ein Kollektivgutproblem. Jedes Unternehmen profitiert von einem Pool gut ausgebildeter Arbeitnehmer, aber kein einzelnes Unternehmen hat einen Anreiz, die Kosten für diese Ausbildung selber vollständig zu tragen. Ja, das heißt, für jedes einzelne Unternehmen ist es individuell rational, die Arbeitnehmer lieber von einem anderen Unternehmen abzuwerben. Aber wenn genau das passiert, dann hat erst recht kein Unternehmen mehr ein Interesse daran, auszubilden. Das heißt, jedes Unternehmen sagt, gut ausgebildete Arbeitnehmer, super. Aber warum soll ich selber die Leute ausbilden? Ich kann das ja wen anders machen lassen und dann kaufe ich die. Ja, das führt dann aber dazu, dass jeder gut ausgebildete Arbeitnehmer kaufen will, aber keiner mehr gut ausgebildete Arbeitnehmer herstellen, ausbilden will. Und die Folge ist,
Es gibt ein niedrigeres Ausbildungsniveau als das, was Unternehmen brauchen und auch als das, was die Menschen selber wollen. Ja, und was kann man da machen? In liberalen Ländern lautet die Antwort, okay, dafür haben wir Universitäten. Also fast die gesamte formale Ausbildung findet zum Beispiel in den USA in Universitäten statt und wird teilweise vom Staat bezahlt. Und zwar, das ist die Logik, insofern ja auch die Allgemeinheit was davon hat, dass sie zum Beispiel an die Uni gehen. Und zweitens aber auch viel, viel stärker als in koordinierten Ländern von denen, die eben von der Ausbildung profitieren, nämlich den Menschen selber. Und darum, weil es dieses universitäre System gibt, gibt es in den USA keine Ausbildung innerhalb von Unternehmen. Ja? Also wenn Sie in den USA Krankenschwester oder Krankenpfleger werden wollen, dann müssen Sie studieren. Und im Wesentlichen mutet man Ihnen auch zu, die Kosten für diese Ausbildung selber zu zahlen. Und das kann ziemlich teuer werden, wenn Sie eine halbwegs gute Ausbildung haben wollen. Also ein Jahr an der Boston University hat noch vor ein paar Jahren 70.000 Dollar im Jahr gekostet. Das wird jetzt weitaus mehr sein. Das heißt, wenn Sie jetzt einfach mal überschlagen, Sie sind da 5 Jahre, ja, dann haben Sie 350.000 Dollar Schulden. Also als ich in den USA Freunde getroffen habe, habe ich immer gefragt, warum die so gestresst sind, bis mir dann mal jemand vorgerechnet hat, dass er halt ungefähr, also eben 70.000 Dollar pro Jahr ausgibt. Das heißt, jede Woche mehr als 1.000 Dollar Studiengebühren akkumuliert. Ja? Das heißt, jeden Tag ungefähr zusätzliche 150 Dollar mehr oder weniger an Studiengebühren hat. Ja? Das heißt, jede Stunde, die ich wach bin, muss ich allein schon mal 10 Euro mehr auf den Schuldenberg bezahlen. Da kann man schon mal gestresst sein, wenn man mit jemandem Kaffee trinken geht, weil der Kaffee kostet vielleicht 5 Dollar, aber die Studiengebühren, die auch in dieser Stunde höher werden, kosten halt 10 Dollar. So an staatlichen Universitäten wie der University of Texas oder auch wirklich exzellenten Universitäten wie der University of California, Berkeley, ist es nicht ganz so schlimm. Da sind das so zwischen 25.000 und 40.000 Dollar pro Jahr, je nach Studiengang. Aber die Logik hier wird Ihnen klar, ja, Sie müssen eben nicht läppische 500 Euro pro Monat bezahlen, wie das mal in Deutschland diskutiert wurde, sondern ja, Sie gehen mit Hunderttausenden Euros an Schulden aus der Universität raus, weil man eben sagt, naja, Sie haben ja was von der Bildung, also zahlen Sie eben auch die Bildung. Und das funktioniert eben in koordinierten Ländern anders als in liberalen Ländern. Denn diese koordinierten Länder haben nicht nur ein universitäres, sondern auch ein berufliches Ausbildungssystem. Und das Besondere an diesem beruflichen Ausbildungssystem ist, dass auch die Unternehmen einen Teil der Ausbildungskosten finanzieren. Warum? Weil sie sich sicherer als in liberalen Ländern sein können, dass die Arbeitnehmer dann auch bei ihnen bleiben. Denken Sie daran, hier ist ja der Arbeitsmarkt weniger flexibel. Das heißt, die Arbeitnehmer können auch gar nicht so einfach woanders hin. Und es gibt eben auch das Verbändesystem aus Gewerkschaften und Arbeitnehmern, die sich immer wieder zusammen hinsetzen und dieses ganze System auch managen können. Die also sagen, ja, das brauchen wir jetzt Neues, der und der Ausbildungsgang, der muss mal modernisiert werden. Und wenn die Arbeitgeber und die Gewerkschaften sich einig sind, was weiß ich, dass es jetzt nicht mehr der Automechaniker, sondern der Mechatroniker ist, der vielleicht viel mehr Informatik hat, dann wird eben dieser Ausbildungsgang verändert und der Staat sagt nur noch, alles klar, wenn ihr das so machen wollt, super. Das können liberale Länder gar nicht. Die können gar nicht so ein Berufsbildungssystem haben, wie wir es haben, weil sie eben tatsächlich gar nicht das Verbändesystem haben, das es managen kann. Und ganz nebenbei gesagt, ist ja derzeit zu großen Teilen zumindest sehr viel mehr Mangel an Menschen, die eine vernünftige Berufsausbildung gemacht haben, als Menschen, die ja, zumindest geisteswissenschaftliche Studiengänge studiert haben. Das heißt, es gibt dieses berufliche Ausbildungssystem und die ganze Welt beneidet uns auch darum, weil dort eben, weil sich einerseits die Individuen selber engagieren, auch der Staat mithilft und die Unternehmen dieses Kollektivgutproblem sehr viel besser umgehen lässt als in anderen Ländern, wo man eben auch individuell viel, viel mehr für seine Berufsausbildung bezahlen muss. Gut, der fünfte Punkt, der ein bisschen was mit dem anfänglichen Punkt zu tun hat, wem das Unternehmen gehört, ist Shareholder Value. Und hier ist die Unterscheidung, finanzieren sich Unternehmen durch Aktien oder durch Banken? Und jetzt überlegen Sie sich dazu mal folgendes Beispiel. Stellen Sie sich vor, dass Sie einem Unbekannten Geld leihen wollen.
dann werden Sie natürlich ein Interesse daran haben, diese unbekannte Person ziemlich genau kontrollieren zu wollen, weil Sie wissen ja nicht, wem Sie das Geld gegeben haben. Und ungefähr so ist es in den USA. Wenn Sie auf dem Aktienmarkt in amerikanische Unternehmen investieren, also denen Ihr Geld leihen, einen Anteil davon gekauft haben, dann sind diese Unternehmen unter ziemlich enger und auch unter ziemlich häufiger Kontrolle. Also amerikanische Unternehmen, die an der amerikanischen Börse gelistet sind, müssen zum Beispiel alle 3 Monate einen neuen Geschäftsbericht vorlegen. Und jeder hat Sorge, dass sie dabei wieder was vermasseln. Und das heißt gar nicht mal unbedingt, dass sie keine Verluste machen dürfen, sondern wenn man vor 3 Monaten erwartet hat, dass sie sehr viele Gewinne machen, sie jetzt aber nur viele Gewinne machen, also der Geschäftsbericht sozusagen enttäuschend ist, dann kann das auch schon reichen, damit eben ihr Aktienkurs sinkt. Und in Deutschland war das und ist es auch noch ein Stück weit traditionell anders. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie leihen jemandem Geld, den Sie persönlich kennen. Das wäre eher die Situation in Deutschland, weil diese Person, die Sie kennen, die müssen Sie dann ja nicht ganz so genau überprüfen. Sie kennen die Person ja schon. Und das Verhältnis von Unternehmen zu ihren Banken in koordinierten Marktwirtschaften, das ist eben eher so ähnlich wie zwischen zwei Menschen, die sich kennen. Warum? Weil traditionell in Deutschland gerade mittelständische Unternehmen existierten und auch immer noch existieren, die oft eine jahrzehntelange Bindung mit ihrer Hausbank haben. Also da kommt das Geld nicht von irgendwelchen anonymen Investoren, die dann danach, weil sie das Unternehmen nicht kennen, das umso genauer kontrollieren, sondern hier ist eben oft so, dass Unternehmen regional angebunden sind und auch mit regionalen Sparkassen, Banken oft ja, über 50, 100 Jahre lang zusammenarbeiten. So dass man sich eben auch persönlich kennt. Und darum kann eine Bank auch viel besser einschätzen, wie risikoreich es ist, Geld zu verleihen. Und das ist jetzt der wichtige Punkt, kann es deswegen eben auch längerfristig verleihen. Das heißt, in den USA wird immer ganz schnell geguckt, sollten die unser Geld behalten oder sollten die unser Geld nicht mehr behalten. Und weil in Deutschland aber stattdessen nicht diese kurzfristigen Beziehungen über den Aktienmarkt bestehen, sondern eher langfristigere Beziehungen zu Banken, muss man in den USA, kann man in den USA auch eher kurzfristige Kredite aufnehmen. Also ich kann Venture Capital bekommen, ich kann Geld bekommen, wenn ich es sozusagen schnell brauche. Ich habe aber größere Schwierigkeiten, langfristige Finanzierungen zu bekommen. Das ist dann eben in Deutschland einfacher und in anderen koordinierten Marktwirtschaften. Und Sie sehen wieder, wozu das führt. Wenn ich eine tolle Idee habe, wenn ich ein tolles neues Produkt machen will und dafür ganz schnell Geld brauche, dann geht es mir in den USA, in Großbritannien und in anderen koordinierten Marktwirtschaften besser. Aber wenn ich eben viel mehr sage, naja, ich brauche halt langfristig Geld, um etwas weiterzuentwickeln, dann geht es mir in koordinierten Ländern besser. Das heißt, ganz vereinfacht, Unternehmen in liberalen, englischsprachigen Ländern finanzieren sich eher über den nervösen Aktienmarkt, wo das Geld schnell reinkommt, aber auch schnell wieder rausgehen kann. Und Unternehmen in koordinierten Ländern finanzieren sich eher über Banken. Das sieht man eben auch. Hier habe ich Ihnen mal die Marktkapitalisierung börsennotierter Unternehmen als Anteil am Bruttoinlandsprodukt gezeigt. Und das Interessante ist eben, dass ja, wir haben einmal die Schweiz, die ist sozusagen eine Ausnahme. Wir haben dann Australien, England, Kanada, die USA. Und das sind eben die Länder, wo die Marktkapitalisierung börsennotierter Unternehmen besonders hoch ist. Was heißt das? Wenn man hier zum Beispiel Werte um die 150 hat, dann kann man sagen, die Unternehmen in diesen Ländern sind so viel wert, ungefähr wie viel in diesem Land in einem Jahr produziert wird. Das wäre ein Wert von 100 oder wie viel dann auch teilweise fast in 1,5 Jahren produziert wird. Das wäre dann ein Bruttoinlandsprodukt von 150%. Und Sie sehen auch relativ weit links, Deutschland dagegen hat eben keine Unternehmen, die nach ihrem Börsenwert her so furchtbar wertvoll wären, ja? Weil hier eben die Finanzierung eher über Bankenkapital stattfindet, statt eben über den Aktienmarkt. Okay. Der nächste Faktor und letzte, sechste Faktor ist der Wohlfahrtsstaat. Warum?
weil Unternehmen, die ein Produkt immer weiter verbessern, natürlich Arbeitnehmer mit unternehmensspezifischen Fähigkeiten brauchen. So, unternehmensspezifische Fähigkeiten zu lernen ist aber gefährlich für Arbeitnehmer. Warum? Weil sie dann bei Arbeitslosigkeit keinen neuen Job finden. Also stellen Sie sich vor, VW sucht jemanden, der sein Leben damit verbringen möchte, sich um den VW Golf zu kümmern. So, das heißt, Sie sind irgendwann der Superspezialist für den VW Golf. Das führt aber dazu, dass, falls Sie arbeitslos werden sollten, kein anderes Unternehmen Sie mehr einstellen will, weil kein anderes Unternehmen hat was von jemandem, der speziell auf den VW Golf spezialisiert ist. Speziell ist natürlich Quatsch. Was kann man da also machen? In Deutschland versichert die Arbeitslosenversicherung Arbeitnehmer recht großzügig, damit diese weniger Sorge vor Arbeitslosigkeit haben müssen. Denn wer Angst hat, bei Arbeitslosigkeit keinen neuen Job zu finden, der lernt eher breite Fähigkeiten, mit denen man sich dann auch bei vielen Unternehmen bewerben kann, statt unternehmensspezifische Fähigkeiten, mit denen man auf ein Unternehmen festgelegt ist. Und ja, Sie sehen hier darum auch, dass die Lohnersatzrate in verschiedenen Ländern auch ganz unterschiedlich ist. Also, wenn Sie in den USA zum Beispiel arbeitslos werden, dann kriegen Sie im ersten Jahr Ihrer Arbeitslosigkeit nur 44% Ihres vorherigen Gehalts wieder. Wenn Sie in Luxemburg arbeitslos werden, dann kriegen Sie 86% wieder. Und auch in Deutschland sind es trotz aller Hartz-IV-Reform im ersten Jahr zumindest immer noch 59%. Das heißt, es gibt so eine Art Versicherung in koordinierten Ländern gegen Arbeitslosigkeit, damit auch Leute, die spezielle Fähigkeiten gelernt haben, weniger Sorge haben müssen, ihren Job zu verlieren, weil es eben diese Versicherung gibt, dass man sagt, naja, wir geben dir erstmal eine Weile dein bisheriges Gehalt, damit du auch mit relativ speziellen Qualifikationen länger Zeit hast, einen neuen Job zu finden, sozusagen. Ja, und das können Sie sich jetzt auch mal ganz persönlich vorstellen. Es macht natürlich einen großen Unterschied, wenn Sie arbeitslos werden, ob Sie jetzt in Australien nur 30% Ihres vorherigen Gehalts bekommen. Ja, sagen wir, Sie verdienen 2000 Euro, dann haben Sie halt im Schnitt nur noch 600 Euro. Oder ob Sie eben wie in Deutschland 60% Ihres vorherigen Gehalts im Schnitt, ja, das stimmt, bekommen. Das heißt, Sie haben dann vorher 2000 Euro verdient und haben dann wenigstens immerhin 1200 Euro. Das ist, und auch hier wieder die Argumentation, eine Versicherung, die dazu führt, dass Arbeitnehmer in koordinierten Marktwirtschaften bereit sind, mit ihren eigenen Unternehmen langfristig zusammenzuarbeiten, statt zu sagen, nee, nee, ihr könntet mich ja rausschmeißen. Ich bin nicht bereit, hier irgendwelche speziellen, spezifischen Fähigkeiten zu lernen. Das ist die Skill-Specificity-Hypothese von Iversen und Soskes vor allem. Gut. Viele Unterschiede zwischen Kapitalismusvarianten. Ja, wir sind sechs Unterschiede durchgegangen. Also die Kapitalismusvarianten unterscheiden sich einmal bei der Frage, wem gehört das Unternehmen, den Aktienhaltern oder allen. Dann zweitens bei der Frage, wo Löhne ausgehandelt werden, nämlich im Wesentlichen individuell oder auf höherer Ebene durch Gewerkschaften und Arbeitnehmerverbände. Drittens gibt es zwei unterschiedliche Konzeptionen, was Unternehmerverbände überhaupt machen dürfen, nämlich Pluralismus und Kooperatismus. Viertens unterscheidet sich, wo Berufsausbildung stattfindet, und zwar vor allem bei der Frage, gibt es ein institutionalisiertes Berufsausbildungssystem? Oder kann ich mich als Individuum einfach entscheiden, an welche Uni ich gehe, muss das aber auch zu einem großen Teil selber tragen. Im Wesentlichen kann man sagen, findet Ausbildung auch in Unternehmen statt, die dafür bezahlen. Fünftens, Shareholder Value, also findet Finanzierung von Unternehmen über Bankenkredite statt oder über den Aktienmarkt. Und sechstens, der Wohlfahrtsstaat, also im Wesentlichen sind Arbeitnehmer abgesichert durch Regelungen, die es ihnen ermöglichen, spezielle Unternehmensqualifikationen zu lernen. Okay, also was sollten Sie sich heute vor allem merken? Natürlich diese sechs Punkte, aber erstmal jetzt der Reihe nach die Antwort auf die Frage, die ich Ihnen hoffentlich gegeben habe, und Sie können da natürlich auch gerne skeptisch sein, wie werden Länder reich? Und die Antwort von Acemoglu und Robinson ist, gibt Menschen einerseits die Freiheit, ihr eigenes Leben durch ihre eigene Arbeit zu verbessern, und führe dann zweitens
politische Institutionen ein, die dafür sorgen, dass Menschen die Politiker abwählen können, die extraktive Institutionen einrichten wollen. Das heißt, die beiden würden auch sagen, Demokratie gehört automatisch zu Kapitalismus. Und zweitens, nachdem ich Ihnen dann gesagt habe, wie Länder reich werden durch den Kapitalismus, zumindest nach Aschenbrödel und Robinson, haben wir uns dann noch angeschaut, wie es heute im modernen Kapitalismus zwei unterschiedliche, aber jeweils erfolgreiche Kapitalismusvarianten gibt. Nämlich einmal liberale Länder, die ganz neue Produkte erfinden, weil Unternehmen den Markt nutzen können. Also weil eben immer wieder gesagt wird, ja, ihr könnt machen, was ihr wollt, wir schränken euch nicht ein. Und zweitens koordinierte Länder, wo Unternehmen vielmehr bestehende Produkte verbessern, weil sie eben langfristig kooperieren können. Okay, dann würde ich sagen, ist das hier noch die relevante Literatur? Das ist tatsächlich und auch außergewöhnlicherweise vielleicht mal auch was, was ich publiziert habe, nämlich das 2013er Buch Integrating Varieties of Capitalism and Welfare State Research, wo ich eben sage, dass die Typologie, die wir uns hier angeschaut haben, nämlich es gibt zwei Kapitalismusvarianten, kombiniert werden kann mit dem, was wir uns noch anschauen werden, nämlich Esping Andersens Idee, dass es zwei Arten von Wohlfahrtsstaaten gibt. Und zweitens dieses Lehrbuch einfach zu den Varianten des Kapitalismus. Dann das Buch von Acemoglu und Robinson, Why Nations Fail. Schauen Sie sich das mal an. Also es ist wirklich ein gut geschriebenes Buch und auch einfach ein interessantes Buch. Sie können ja gerne dem Ganzen nicht zustimmen, aber sozusagen, es macht zumindest Sinn, sich das Ganze mal vor Augen zu halten und eben dieses grundlegende Buch Peter Hall und David Soskes, Varieties of Capitalism, the Institutional Foundations of Comparative Advantage. Also das hat eben diese ganze Idee gebracht, es gibt zwei Arten von Kapitalismusvarianten auf der Welt. Gut, dann freue ich mich. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Bis dann, tschüss.